Stadion also nahezu leer und die Mannschaften sind in den Kabinen. Freundlicherweise sind die Kapitäne Behringer und Pomarenke noch einmal für Sie, liebe Zuschauer, hier vor unsere Fernsehkamera gekommen. Und herzlichen Glückwunsch, Jürgen Pomarenke, persönlich und Ihrer Mannschaft im Magdeburger Fußball. Anerkennung den Karl-Marx-Städtern, natürlich 0-4 ist ein herber Schlag. Wollen wir dem Unterlegenen das erste Wort gewähren, Jürgen Pomarenke, bitte. 0-4 ist tatsächlich eine herbe Sache. Damit war kaum zu rechnen, oder? Ja, wir hatten uns auch das Spiel ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, wir hatten auch in der ersten Halbzeit unsere Chancen, konnten sie aber nicht nutzen. Und durch die zwei schnellen Gegentreffer ging unser Spiel ein bisschen verloren. Ja, wo, Jürgen Pomarenke, sehen Sie denn die Vorteile des Magdeburger Sieges, der am Ende so klar ausfiel? Ich glaube, es ist am Ende so gekommen, wie viele vorausgesagt hatten, dass unsere Erfahrung und Routine den Ausschlag mitgeben wird. Ebenso, dass wir uns zum Endspiel wie immer richtig motivieren konnten und den richtigen Moment steuern konnten. Kommen Sie ein Stückchen näher, Jürgen Pomarenke. Das ist ja für Magdeburg und für unseren Fußball insgesamt eine ganz bemerkenswerte Serie. 7-mal im Endspiel und 7-mal Sieger. Naja, sicherlich die Serie. Vorher waren wir 6-mal Pokalgewinner. Hat natürlich auch verpflichtet sozusagen unseren Anhängern gegenüber. Und das war uns eben zugleich auch Ansporn, das 7. Mal den Pokal nach Magdeburg zu holen. Sie waren jetzt persönlich zum 4. Mal. Ja. 4-mal dabei, also ganz toll. Wird das die Karl-Marx-Städte aus den Stiefeln stoßen? Auf keinen Fall, denke ich. Wir haben viele junge Leute, gerade im Angriff mit Neuhäuser, Bämme und so weiter. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir auch wieder ein Wort mitreden. Ich hoffe, dass es schon nächstes Jahr wieder so sein wird. Wo sahen Sie oder wo sehen Sie jetzt mit Abstand die spezielle Unterlegenheit des Karl-Marx-Städter Fußballs in diesem Finale? Im Mittelfeld schon? Ich glaube, dass das Mittelfeld ganz entscheidende Rolle hier gespielt hat und ich glaube, das Magdeburger Mittelfeld hat gesiegt. Mhm. So ist es sicherlich knapp und treffend charakterisiert. Jetzt geht's in Urlaub, Jürgen Pomarenke. Ja, ich glaube, für alle Spieler in den langersehnten Urlaub, wenn auch kurz, aber so glaube ich doch verdient und ich denke, dass wir uns ein paar erholsame Tage verschaffen werden. Und dann werden Sie am 6. Juli mit Aufmerksamkeit das Auslosen um den Europapokal verfolgen? Das auf jeden Fall, nachdem wir im vergangenen Jahr nicht dabei waren und wir diesmal eben den Strohhalm noch gepackt haben. Ja, 74 hat Ihre Mannschaft schon einmal den Europapokal sogar gewinnen können bei den Cupsiegern. So weit wollen wir nicht denken. Aber Jürgen Pomarenke, wir wünschen jetzt schon ein möglichst weites Vordringen, damit Sie unseren Fußball erfolgreich vertreten. Recht vielen Dank. Und noch einmal danke auch den tapfer unterlegenen Karl-Marx-Städtern. Und ich kann nur sagen, auf ein neues, gutes Saison 83, danke. 84 dann danke. Schon.